Heute natürlich ein paar Bücher von Wiglaf Droste, Kommunikatze zum Beispiel aus dem Averbal Verlag. Ich glaube sogar, das war sein Erstling. Guck, so sah er aus damals. Und jetzt ist er gestorben mit 47 Jahren. Kommunikatze mit Zeichnungen von F.E. Bernstein und einer Gastgeschichte von Wiglaf Droste. Ja, der erste Text heißt Kanal voll. Schon möglich, dass die Idiotie des Daseins wahrhaftig alles rechtfertigt. Ich jedenfalls bin Bötchen gefahren. Nicht mit Geschichte, Werkstatt, Lernziel und Horizont, nein. Einfach so. Von der Cottbusser Brücke in Kreuzberg bis zur Hansabrücke in Moabit. Das ist doch schön, oder? Dann haben wir Mein Kampf, Dein Kampf aus der Edition Nautilus. Schöner Titel sowieso, ne? Weiß jeder sofort Bescheid. Diesmal mit Zeichnungen von Rattelschneck. Das Ganze von 1991. Ne? Verlag Lutz Schulenburg damals. Ne? Edition Nautilus. Schlimm. Sonntag, 11 Uhr morgens. Das Telefon klingelt. Soll ich dich abholen? Fragt Freund Wolfgang. Abholen? Ist es wieder so weit? Werden wieder Menschen abgeholt? An der Haustür? Ins Café? Zum Frühstück? Mitten in Deutschland? Vor unser aller Augen? Dazu dürfen wir nicht schweigen. Na? Zeigt die Richtung. War toll. Hier, so ein Ding habe ich ausgedruckt, aus dem Internet ausgedruckt. 95. 20. September 95. Begrabt mein Hirn an der Biegung des Flusses. Ja, das war natürlich auch klasse, ne? Ich glaube, das kann man heute auch noch googeln. Wenn das einmal im Internet war, ist das immer im Internet. Und Wiglaf Droste wird ab heute sowieso erstmal sehr viel auf der Google-Liste an erster Stelle stehen. Ich mochte den, obwohl er auch viel Scheiße gemacht hat. Er hat gekocht, ne? Häuptling kochender Herd hieß das, glaube ich. Und trotzdem, zuletzt Am Arsch die Räuber. Hatte auch schon ein Buch drüber geschrieben. Am Arsch die Räuber, auch bei der Edition Nautilus. Das war 1993. Der erste Text heißt In der Nachbarschaft und ich habe einen kleinen Absatz angestrichen, lese ich jetzt vor, ich weiß gar nicht, was kommt. Zum Köter jedenfalls hat der Kreuzberger Lumpenproletarier dasselbe schmierig-sentimentale Verhältnis wie der Normalspießer, der seinen fetten Dackel wanzt überm Trottoir, hinter sich herschleift, tierlieb wie einst der Führer. Sind beide. Wiglaf Droste. Alles Gute.